Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die 10 Portaltagen im Zeitraum von 8. Februar bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender. Und die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Was ist überhaupt ein Maya-Kalender? Was ist überhaupt ein Portaltag? Die Mayas haben die Natur beobachtet. Die Mayas haben auch die Sternenhimmel beobachtet. Und sie haben festgestellt, dass es wiederkehrenden Zyklen gibt. Das haben nicht nur die Mayas gemacht, das haben die Chinesen auch festgestellt, das haben auch die Ägypter festgestellt. Und diese wiederkehrenden Zyklen stehen in Verbindung zu bestimmten Zahlen. Die Zahl 13, die Zahl 20 sind die heiligen Zahlen der Mayas. Und dann nach diesen Beobachtungen, Berechnungen wurde die Maya-Kalender erstellt. Es gibt aber verschiedene Kalendersysteme. Einmal haben die Kalender entwickelt für den Alltag. Das ist die Beobachtung unserer Sonne und die Planeten, Sonne und Mond, wie sich das alles bewegt in unserem Sonnensystem und wie wirkt es auf unserem Alltag. Die Mondbewegungen, die Bewegungen, die Planeten. Unsere Sonne bewegt sich aber auch, unsere Sonne, die gesamten Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr ergibt sich 26.000 Jahren. Und das ist identisch mit unserem Atemzügen. Wir haben durchschnittlich 26.000 Atemzüge in einem Tag. Aber zurück zu Mayas. Und das bedeutet, unser Sonnensystem bewegt sich auch in einer anderen Dimension, könnte man sagen, einen höheren Ebenen. Und dort in diesen höheren Ebenen ergibt sich auch eine zentrale Sonne, ein neues Sonnensystem. Und diese zentrale Sonne nannten die Mayas Alkyone. Alkyone gehört zu den Plejaden. Diese Plejaden sind die sieben Geschwister. Die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Die weinen. Das sind die Regengeschwister. In der klassischen griechischen Mythologie heißt das, sie weinen, weil ihren Bruder in einen Brunnen gefallen ist. Und meine Vermutung ist, dass dieser gefallene, in Brunnen gefallene Bruder nichts anderes ist als unser Sonnensystem, weil immerhin ist unsere Sonne energetisch männlich. Das ist so meine Vermutung. Aber ich möchte da nicht näher eingehen. Fakt ist, dass unser Sonnensystem bewegt sich durch diese Zentralsonne und dadurch ergibt sich die Zeitalter. Jahr 2000 hat sich diese Zeitalter geändert. Bis dahin haben wir in Fischenzeitalter gelebt. Und das begann etwa in die Zeitrechnung, also vor Christus und dann nach Christus. Genau da ist die Fischenzeitalter begonnen und dieses Fischenzeitalter
endete dann etwa im Jahr 2000 und jetzt befinden wir uns im Wassermann-Zeitalter. Und dieses Wassermann-Zeitalter dauert etwa bis Jahr 4000, dann übergehen wir auf den Steinbock-Zeitalter. Das heißt, die Bewegung ist eine Gegenrichtung, als wir das kennen von Tierkreiszeichen, weil nach Tierkreiszeichen Fischen kommt, so wie das wir kennen, dann die Tierkreiszeichen wieder und dann kommt Tierkreiszeichen Stier. Aber bei dieser Bewegung ist in einer Gegenrichtung, das heißt, die ganze ist eine spiralförmige Bewegungsform. Und dass diese Bewegung die Sonnensystem macht und dass wir eine zentrale Sonne haben, eine von den Plejaden, Name Alkyone, so heißt diese Sonne, das haben die Mayas beobachtet. Und sie haben das genauer berechnet, wie wir das sagen, okay, die Wassermann-Zeitalter beginnt etwa Jahr 2000, die Mayas haben das genau berechnet und sie haben gesagt, es wird Dezember 2012 sein, wir betreten eine neue Zeitalter. Natürlich wurde dann die esoterische Szene hysterisch und wurde Prophezeiungen veröffentlicht, das ist die Weltuntergang, was die Mayas geschrieben haben. Die Mayas haben sowas gar nicht behauptet. Sie haben berechnet, es beginnt ein neues Zeitalter. Und dieser Kalender, was das beobachtet, die Bewegung unserem Sonnensystem durch diesen platonischen Jahr und diese einzelnen Zeitalter durch diese zentralen Sonne, das ist eine höhere Ebene. Und das war dieser spirituelle Kalender. Die haben aber einen anderen Kalender für den Alltag auch gehabt. Die Jahre, die Monate, die Wochen, die einzelnen Stunden, den Tagen. Und sie haben die beiden Kalender immer wieder mal zusammengefügt. Das ist wie zwei Räder, wo sich dann in einem bestimmten Punkten sich treffen und so bewegt sich weiter. Das ist vielleicht nicht jeden Tag der Fall, dass das hier eine Verbindung da ist, aber das sind diese sogenannten Portaltage, wo die beiden Kalender sich wieder zusammenfinden. In einem Punkt haben sie Gemeinsamkeiten, so könnte man das vielleicht nennen. Es gibt so einzelne Portaltage, es gibt so Portaltage wie jetzt gerade, diese 10 Portaltage, dann kommen wieder einzelne Portaltage und das können wir übertragen auf unseren Körper. Immerhin unserem Körper nach dem Kosmos aufgebaut, auch nach Planeten, Tierkreiszeichen. Es gibt ein hermetisches Gesetz und dieser hermetische Gesetz besagt, so wie oben, so ist es unten, so wie das innen, so ist es nach außen. Das heißt, wir sind ein Abbild in diesem kosmischen Zusammen von dem Kosmos. Und da habe ich mal ein Bild, das kennt jeder, das ist ein Zeichen von Leonardo da Vinci. Und wir können da bei diesem Zeichnen, so kann ich das vielleicht besser erklären, wenn einzelnen Portaltagen gibt, dann aktiviert die Hände oder die Füße, das sind Energiepunkte, und bei den 10 Portaltagen wird die Körper hier in die Mitte aktiviert. Es ist vielleicht keine korrekte Beschreibung, aber so kann ich das näher bringen oder versinnbildlichen, wie hängt dieses Kalendersystem, diese kosmischen Einflüsse, wie wirkt das auf unserem Leben, wie wirkt es auf unserem Körper, was löst aus in unserem Energiefeld. So könnte ich das mal erklären. Das sind die einzelnen Portaltage, das sind die 10 Portaltage und dann kommen wir wieder zu den einzelnen Portaltagen.
Aber bevor ich diese Portaltagen erkläre, möchte ich erstmal die Kalendersystem nochmal eingehen. Wie gesagt, die Mayas haben das ganz, ganz präzis berechnet. Leider hat die Inquisition einen Teil davon verbrannt und das ist nicht die vollständiges Wissen geblieben, sondern nur ein Teil ist erhalten geblieben. Und jetzt zu unserem Kalender. Welches Kalendersystem benutzen wir in unserem Alltag? Das ist die gregorianischen Kalender. Und das hat Papst Gregor eingeführt. Und vor ihm war noch die julianische Kalender. Und die julianische Kalender hat Julius Caesar eingeführt. Aber Julius Caesar hat vieles übernommen von Ägypten. Julius Caesar war auch verliebt mit Kleopatra, hat einen Bezug zum Ägypten gehabt. Er hat es schon beobachtet, wie berechnen die Ägypter ihren Kalender. Und somit hatte damals unserem Kalendersystem verändert, nach dieser Quelle, bis dann Papst Gregor kam und das hat wieder verändert. Ich gehe davon aus, dass Papst Gregor dachte, was Julius Caesar kann, das kann ich auch. Ich mache meinen Namen unsterblich, mache ich einen neuen Kalender. Er hat aber mit der Natur, mit dieser ganzen Bewegung gar nichts zu tun. Und wir haben immer noch diese gregorianischen Kalender, was wir ja jeden Tag auch benutzen. Aber ich möchte nicht die Kalendersystem kritisieren oder verändern, nur erklären, das hat mit dem Bewegung, die Sonne, Mond, Planeten, mit diesen Zyklen nichts zu tun. Und die alten Kalendersystemen oder das, was die Naturvölker beobachtet haben, das hat mehr mit der Natur was zu tun. Und dazu gehört natürlich auch die Maya-Kalender. Die Maya-Kalender gibt es auch die vier Elemente. Und diese vier Elemente können wir in der Natur beobachten. Das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und die Feuerelement, was gerade spürbar ist, bis 13. Februar, dann wechseln sich die Elemente, dann übergehen wir auf die Luftelement. Aber bis 13. Februar ist die Feuerelement spürbar. Und die Feuerelement ist aktiver, die Feuerelement ist die Impuls, wie eine Zünde, all das, was uns gerade begeistert. Feuer und Flamme zu sein von etwas, also sehr impulsiv, aktiv. Und das, was wir als Element dieser Qualität gerade erleben. Die Mayas haben beobachtet die Schwingungen. Die nennen das Wellen. Das sind wie Frequenzen könnte man sagen, es gibt 13 Töne oder 13 Frequenzen und das wurde als Wellen genannt. Und wir sind gerade bis 13. Februar in den fünften Wellen im Feuerelement. Und diese fünfte Wellen, das habe ich gestern auch erklärt, weil das kommt jetzt jeden Tag bis abschließend 13. Februar. Diese fünfte Welle ist das Baum des Lebens. Das Symbol ist ein Baum. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Bedürfnis verwurzelt zu sein, verankert zu sein. Die Sicherheit, die Stabilität, die Ahnen, die Herkunft, die Traditionen, etwas, was uns Halt gibt im Leben. Und dann dehnt sich dieser Baum, wächst nach oben und das ist die Verbindung dann zum Himmel. Dieser Baum des Lebens verbindet zwischen Himmel
und Erde. Und das ist die andere Richtung. Wir bewegen uns von die Mitte, das ist dieser Baum, in zwei Richtungen. Einmal gehen wir zu unserem Wurzel zurück und einmal streben wir nach oben. Und dann sind auch Verbindungen zu dem Göttlichen. Und gerade bei diesem Portaltag ist die Energie sehr feinstofflich, hier auch diese Porte zu dieser feinstofflichen Energie. Wir haben, ich könnte das so sagen, von unserem Sonnensystem plötzlich öffnet sich das Tor zu diesem zentralen Sonnensystem, einer anderen Energieform, eine feinstofflichere Energieform. Und kommen wir mehr zum spirituellen Richtung, mehr zu diesem göttlichen Quelle. Und wir haben die Möglichkeiten, solche Türen zu öffnen. Und zurück zu dieser fünften Welle, dieser Baum, was Himmel und Erde vermittelt. Hier haben wir die Verbindung zum Vergangenheit, zu unseren Traditionen, zu unseren Wurzeln, aber wir streben auch nach oben und wir suchen und vertrauen den göttlichen Führung. Ein anderer Begriff für diese fünfte Welle wäre der Himmelswanderer. Das ist wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Und das ist für uns wie ein Neuland und bei dieser Energie ergibt sich auch, dass wir Menschen jetzt vieles Neues begegnen, neue Eindrücke, neue Kontakte, neue Möglichkeiten, neue Chancen, ohne die Boden zu verlieren. Weil wir möchten diese feste Boden verspüren. Diese Wurzel brauchen wir auch. Also wir werden nicht von vieles verabschieden jetzt, weil etwas Neues kommt, sondern wir möchten einiges bewahren, behüten und befestigen, aber wir haben die Chancen für etwas Neues. Und das ist diese Lebensveränderung, was wir gerade in dieser Phase, in dieser fünften Welle, wir gerade erleben. In dieser Zeit stellen wir auch die Frage, wo ist mein Platz im Leben? Was für Rolle spiele ich im Leben? Welche Beziehungen soll ich pflegen? Und diese Position zum Vertreten. Die Kommunikation spielt gerade eine ganz große Rolle, weil das ist auch ein gewisser Austausch. Weil hier in dieser fünften Welle dieser Baum eine große Rolle spielt als Symbolbild, können wir in Natur den Kontakt zum Bäumen erleben. Wenn jemand liebt Bäume oder liebt Spaziergang im Wald oder hat einen Lieblingsbaum, dann ist es auch energetisch sehr gut, diesen Baum mal umarmen oder einfach bewundern und verspüren, wie wichtig das ist, irgendwo verwurzelt zu sein. Aber wachsen und dehnen, ausbreiten, die Möglichkeiten, Chancen sind da, etwas erweitern und in unserem Leben. Und das ist ein sehr wichtiger Kraftort, gerade wo Bäume sind. Und wenn wir diesen Kraftort finden, dann spüren wir die Kraft in uns selbst und wir finden einen inneren Heimat, einen inneren Heimat für unsere Seele. Das war die Beschreibung für diese fünfte Welle, was bis 13. Februar noch dauert. Und jetzt in einzelnen Tagen, weil das haben die Maya in diesem Kalender natürlich auch, 9. Februar steht mit der Zahl 9 in Verbindung und so haben die Mayas das
gezeichnet, eine lange Linie und vier Punkten. Das ist die Zahl 9. Das hat mit 9. Februar gar nichts zu tun. Also es steht, das ist ein Zufall jetzt gerade. Also der heutige Tag steht in Zahl 9. Und hier ist auch beschrieben, eine größeren Zyklen wird beendet und kommt eine neue. Diese Zahl 9, die Schwingung dieser Zahl 9 beschreibt Vollendung an etwas mit Geduld, Ausdauer und wir sollen den Überblick auch nicht verlieren und dann von hier aus werden wir ausdehnen. Natürlich nach Zahl 9 kommt Zahl 10, beginnt ein neuer Zyklus. Und das ist diese Schwingung. Und die Zahl 9 verdichtet etwas. Verdichtet auch mal Probleme, aber auch das Gute wie Talente, Fähigkeiten oder Gefühle wie Liebe. Und das, was wir dann vollenden können. Und jetzt haben wir die Kraft, wenn das um Probleme geht, und das spüren wir intensiver, weil bei Zahl 9 ist möglich, dass wir stoßen an unseren Grenze, dass diese Hindernisse aus dem Weg räumen, dass wir mit einem Schwung dann weitermachen können. Und bei diesem Zahl 9 bedeutet auch, das Ganze zu betrachten, geduldig zu sein, weil ein Zyklus, ein Handlungszyklus wird gerade vollendet. Imisch heißt dieser Bild und die Mayas haben das auch so schön bildhaft dargestellt. Dieser Imisch bedeutet die Quelle des Lebens, ein Urwasser oder Urmutter oder Urvertrauen, die Wurzel, eine weibliche Energie. Wasser steht auch zum weiblichen Energie. Das bedeutet Empfängnis, Umarmung, die Mütterlichkeit, das Quelle des Lebens, die Wurzel, das Wasser. Diese Quelle, was die heutige Energie durch diese Imisch uns vermittelt, ist auch die Empfängnis, also kann auch Schwangerschaft auch eintreten. Diese Imisch bedeutet Urmeer, die kosmische Gebärmutter, etwas geboren lassen. Und wir können sogar so sagen, ich vertraue die Quelle, die göttliche Nahrung. Ich gebäre mich und ich nehme wahr, ich bin es. Und dieses Vertrauen an diese göttliche Umarmung, das, was wir heute als Energie bei diesem Tor, bei diesem Portaltag auch öffnen können, spüren. Quelle des Lebens, Empfänglichkeit, vielleicht auch Empfindlichkeit kann auch sein, also Empfänglichkeit habe ich gemeint. Und das bedeutet auch Geborgenheit, unseren Gefühlen bewusster wahrnehmen. Aber bedeutet auch durch diese Quelle, durch dieses Wasserelement, unsere Intuition. Wenn wir in Natur heute einen Kraftort suchen, was uns Kraft geben soll, wo wir auftanken möchten, dann sollen wir Wasser suchen. Entweder Meer oder See oder Fluss oder Bach. Also Wasser hat heute auch als Kraftort eine große Bedeutung. Steht aber auch für Heilwasser und Heilquelle. Als Krafttier wird Krokodil, Delfin oder Schildkröte zu diesem Energie zugeordnet. Als Edelstein ist Rubin. Und als Halbedelstein ist Granat und Hämatit.
in die körperliche Ebene, wo Heilung kommt, das ist Blut und die Hormonhaushalt. Dann haben wir noch die Mondeinfluss und das zeigt sich hier dieses Bild Manik und bedeutet eine blaue Hand. Und diese blaue Hand zeigt uns die Handlungen nach unserem Gefühl. Heute sollen wir nach unserer Intuition handeln, aber auch den Hand reichen kann auch bedeuten, dass jemand entgegenkommt und hilft uns, reicht den Hand. Das können wir auch erleben. Und das war den heutigen Portaltag, eine Information über diese Portaltage nach Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens. Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.